Was haben die Bäuerin auf dem Land, die Verkäuferin in der gemütlichen Buchhandlung um die Ecke und der dauergestresste Schlipsträger im morgendlichen Berufsverkehr gemeinsam? Sie alle sind Teil unserer Gesellschaft, der Zukunft dieses Landes und haben eine Stimme, haben Geschichten zu erzählen. Ich möchte diese Geschichten hinterfragen und erzählen. Mit 8 Jahren wollte ich noch Nachrichtensprecher bei der Tagesschau werden. Der Wunsch, etwas mit Medien zu machen, verstärkte sich dann wieder, als ich in einem Konzertclub als Fotograf arbeitete. Über diesen Umweg wurde ich dann Gesamtleiter der größten Schweizer Schülerzeitung. Warum ich Journalismus machen will? Um hinter die Kulissen zu blicken. Um den Großen und Mächtigen auf die Finger zu schauen. Um Menschen zu bewegen.